Das Erdbeben von Valdivia am 22. Mai 1960, auch großes Chile-Erdbeben genannt, war ein Megathrust-Erdbeben mit einer der weltweit größten jemals aufgezeichneten Magnituden und das schwerste Erdbeben des 20. Jahrhunderts. Um 15.11 Uhr Ortszeit und um 19.11 Uhr unserer Zeit erreichte das Beben auf der momentanen Magnitudenskala einen Wert von M9,5 auf der Richterskala. Die topografische Gestalt großer Gebiete des kleinen Südens Chiles wurden verändert. Besonders betroffen war das Gebiet um die Provinzhauptstadt Valdivia. Das Erdbeben löste einen Tsunami aus, der im gesamten Pazifikraum schwere Zerstörungen anrichtete. Eine Schätzung der USGS geht von mindestens 1655 Toten aus, 3000 Verletzten und 2 Millionen Obdachlosen. Während andere Quellen die Anzahl der Todesopfer bei ca. 6000 ansetzten, aber auf die gleiche Anzahl von Obdachlosen kamen, oder gleich sagten die USGS, hätte die Toten infolge des Erdbebens in die unterschiedlichen Studien auch mit 2131 bis 3000 oder 5700 Todesopfern angegeben. Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, unter einem meiner letzten Erdbeben-Videos hatte mich einer gefragt, ob ich einmal über das stärkste Erdbeben, was jemals aufgezeichnet worden ist, ein Video machen könnte. Und ja, jetzt ist es soweit. Und ich habe mir über dieses Erdbeben auf jeden Fall sehr viele Informationen eingeholt. Und es ist weitaus mehr als dieser eine Tsunami. Unter anderem wurde auch ein Vulkanausbruch dadurch ausgelöst. Eigentlich insgesamt 5 Vulkanausbrüche. Aber es gab auch hier unter anderem eine rhyodazitische Spalteneruption des Pyokoden-Chaulé-Vulkankomplexes 2 Tage später. Die Eruption hat aus einer 300 Meter langen Spalte ja eine 6 Kilometer hohe Aschesäule geschleudert. Und dieser Vulkanausbruch dauerte tatsächlich seit Beginn des Erdbebens, also es ist ja 2 Tage später passiert, aber ging dann auf jeden Fall bis in den Juli rein. Und es kam auf jeden Fall im chilenischen Zentral zu wirklich tagelangen anhaltendem Ascheregen. Und es entstanden aber trotz all dem keine signifikanten Schäden durch den Ausbruch. Und ja, man muss sich das einmal so bildlich vor Augen halten. Ein Erdbeben in der Stärke, das ist wirklich abnormal. Wir haben ja jetzt vor kurzem, hatten wir ja die starken Erdbeben, 2 starken Erdbeben in der Türkei gehabt und Syrien. Und hier hatten wir die Magnituden 7,8 und 7,6 war das, glaube ich. Und ja, da hat man schon gesehen, was das für enorme Schäden intern einer Stadt natürlich anrichten kann und zu wie viel Todesopfern es dort auf einen Schlag kommen kann. Und bei der Magnitude 9,5, ne, das ist so fernab von den Filmen, die man im Fernsehen sieht, ja, eigentlich gar nicht so weit weg davon, ne, würde man dieses Ereignis beobachten auf flachen Ebenen, ne, also wie Äcker zum Beispiel, große Felder und da würde man tatsächlich beobachten können, wie der Boden einfach anfängt, Wellen zu schlagen, ja. Und wir kommen jetzt auf jeden Fall einmal, das würde ich euch jetzt auch gerne einmal vorlesen. Ich habe mir die ganzen Daten ja hier rausgesucht und wir haben auf jeden Fall folgende Daten über dieses starke Erdbeben, ja. Wir haben auf jeden Fall einmal den 22. Mai 1960, es war Ortszeit 15.11 Uhr, unsere Zeit 19.11 Uhr und die Intensität wurde zwischen 11 und 12 geschätzt auf der MM-Skala. Das ist wirklich eine abnormale Intensität und die Magnitude beläuft sich, wie gesagt, eben schon mal auf 9,5. Es wurde in einer Tiefe von 33 Kilometern gemessen. Das betroffene Land war Chile, es wurde ein Tsunami ausgelöst und Tote liegen hier. Das ist eine relativ große Differenz zwischen 1655 und 6000 Todesopfern. Ne? Das ist halt, wie eben am Anfang schon erwähnt, haben halt gewisse Studien angegeben, dass die USGS dort falsche Daten angegeben hat. Und ja, auf jeden Fall wurden insgesamt ca. 3000 Menschen verletzt und der Sachschaden, der damals berechnet wurde, belief sich ungefähr auf 880 Millionen US-Dollar. Und wir haben insgesamt ungefähr knapp 2 Millionen Obdachlose dadurch. Also es wurde ziemlich viel zerstört und aufgrund dieser immensen Zerstörung gab es tatsächlich wirklich wenig Todesopfer. Ja, man muss das jetzt halt mal mit den Erdbeben nicht falsch verstehen. Jetzt, man muss das wirklich mit den Erdbeben in der Türkei vergleichen, wo es weit über 50.000 Tote gab. Na, also in Türkei und Syrien. Das ist wirklich so abnormal riesig, ja, und es ist auf jeden Fall rausgekommen, ne, das ist aber damals schon festgestellt worden, dass es auf jeden Fall ein Erdbeben tektonischen Ursprungs war
und der Vulkanausbruch, ne, der dadurch ausgelöst worden ist. Das habe ich in einem meiner letzten Türkei- und Syrien-Videos auch erwähnt. Ne, davor hatte ich ja auch Angst, ne, dass wirklich die Vulkane dort unten aktiviert werden können. Sie sind auch tatsächlich noch nicht im grünen Bereich, was das anbetrifft, sondern es kann nach wie vor durch diese immensen Nachbeben, die wir unten in der Türkei haben, immer noch abrupt zu einem Vulkanausbruch kommen, ne? Und wir haben ja unten in der Türkei auch nicht gerade wenig Vulkane, und die Vulkane sind auch tatsächlich nicht so bekannt wie andere Vulkane, wie ja zum Beispiel der Yellowstone oder auch die Kampiflegrei. Und ne, selbst hier bei uns in der Gegend, der Lacher See, ist eindeutig bekannter als manch einer Vulkan in der Türkei. Und ja, auf jeden Fall sieht es so demnach aus. Und das Krasse ist auf jeden Fall noch, Entschuldigung, dass ich jetzt diese Betonung mache, aber es ist wirklich abnormal krass, ja. Es gab durch dieses schwere Erdbeben 1960 auch in der, wie soll ich euch das jetzt so erklären, dass ihr das am besten versteht? Also man hat ja einen geologischen Grund, ne? So wie eine Umgebung aussieht, geformt ist mit Bergen und alles mögliche, Felder und Hügel, kleinere Hügel. Und dieses Erdbeben hatte tatsächlich zur Folge, dass sich die Landschaft abrupt verändert hat. Ne? Wir hatten eine abrupte Absenkung der Umgebung. Dadurch wurde auch der Tsunami ausgelöst von 4 Metern. Das heißt, das Land ist abrupt 4 Meter abgesackt und hat dann dadurch an der Küstenregion einen Tsunami ausgelöst. Und dieser Tsunami, der hatte jetzt hier auch noch ein paar Daten gehabt. Die würde ich euch jetzt gerne einmal vorlesen. Ne? Das, kleiner Moment. Ja, genau, da, komm her. Da hatte ich es mir auch ausgedruckt. Entschuldigung, dass ihr jetzt gerade vielleicht den Papierkram ein wenig hört, aber ich habe mich eindeutig auf dieses Video vorbereitet und das ist natürlich auch gut so. So, der Tsunami hatte folgende Höhen in unterschiedlichen Regionen. Isla Moja, Chile, 25 Meter Höhe. In Valdivia, Chile, 10 Meter. In Ancud, Chile, 12 Meter. Puerto Saavedra, Chile, 9 Meter. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Arica, Chile, 2,20 Meter. In der Osterinsel, auf den Osterinseln Chile, 6 Meter. Hilo, Hawaii, ne, also was wirklich viele Kilometer entfernt ist, hatte der Tsunami immer noch eine Höhe von 10,7 Meter gehabt. Apia, Samoa, 4,90 Meter. Eden, Australien, 1,70 Meter. Also Australien ist auch eine ganze Ecke weg, tausende Kilometer. Und in Hongkong waren es tatsächlich nur ein halber Meter. Man muss auch mal überlegen, so ein Tsunami, der breitet sich rapide aus. Ne? Nach vorne hin gehen diese Tsunamis tatsächlich etwas schneller. Das heißt, wenn diese Tsunamis direkt geradeaus fließen, dann haben die halt wirklich eine höhere Reichweite zu erreichen, anstatt jetzt seitlich gesehen. Das heißt, wenn die jetzt Richtung Westen ausbrechen, ja, dann fließen die geradeaus. Und dann gibt es ja auch noch den Norden und Osten. Und da verteilt sich der Tsunami tatsächlich etwas langsamer. Und es geht natürlich auch immer nach den gewissen Strömungen im Meer, ne? Und da kann dann auch tatsächlich so ein Unterschied entstehen, weil Hongkong ist natürlich auch einige Kilometer davon weg und da war der Tsunami halt, wie gesagt, nur ein halber Meter hoch. Dann hatten wir noch in Mutsu, Japan, 6,30 Meter und in Hokkaido, Japan, 5 Meter, ne? Ist ja auch nicht so unbedingt weit weg. Und Pismo Beach, USA, ne? Ist auch natürlich eine gewisse Strecke, war der Tsunami auch immer noch 2,40 Meter hoch. Und das sind die gemessenen und aufgelisteten Daten des Tsunamis. So, meine Lieben, jetzt kann ich euch natürlich erstmal nicht mehr dazu erklären. Es gibt auf jeden Fall, klar, noch einige Daten, aber dann könnte ich dieses Video tatsächlich jetzt 1,5-2 Stunden lang machen, was man dazu alles erklären könnte, aber das Wichtigste habe ich euch jetzt in diesem Video gesagt. Und wenn ihr euch zu diesem Thema und zum Thema im Allgemeinen Vulkane und Erdbeben interessiert, könnt ihr meinen Kanal gerne für euch kostenlos abonnieren. Und auch ein großes Dankeschön an euch, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Und ich bin auf jeden Fall raus an der Stelle. Lasst noch ein Abo bei meinem Kollegen da, Happy Apokalypse. Würde sich sehr lohnen auf jeden Fall. Der geht immer richtig in die ganz tiefen Daten der Vulkane ein. Und das würde sich auf jeden Fall für euch lohnen. So, meine Lieben, jetzt beende ich das Video. Ich bin raus an der Stelle. Macht es gut. Euer Patrick von Lidom Produktion. Auf Wiedersehen.